Schatten der Macht geht es ums nackte Überleben. Die Vergessenen, die hier ihr Haupt betten müssen. Jedes Grad mehr unter Null ist lebensgefährlich. Die Obdachlosenheime haben zwar die Tore geöffnet, doch nicht jeder geht hin, wie dieser Mann. Er sagt, er hatte einen Unfall, weiß nicht mehr, wie er heißt, will zurück zu seiner Familie nach Kalifornien. Ich bleibe lieber draußen, ich brauche meinen Stock zum Laufen. Den müsste ich aber im Heim am Eingang abgeben. Außerdem gibt es so viele Regeln und es sind so viele Menschen dort, das gefällt mir nicht. Amerika kämpft gegen ungewöhnlich tiefe Minusgrade. Jeder für sich. Winterlandschaften. Bizarr. Dramatisch. Bedrohlich. Manch einem Ortsansässigen steigt offenbar die Kälte zu Kopfe. Das Lieblingsspielzeug vieler Amerikaner kommt zum spaßigen Einsatz. Mit heißem Wasser den Schneemassen eine Kante zeigen, Rambo im Winter. Andere experimentieren, wie lange dauert es, bis ein nasses T-Shirt einfriert. Oder wie sehen Seifenblasen bei minus 15 Grad aus? Die Fantasie kennt keine Grenzen, wie wir in Minnesota erfahren. Das sind spezielle Shirts, sagt der 17-jährige Rudy Hummel aus Hermantown hoch im Norden. Er macht sich gerade bettfein. Gleich mehrere Shirts und Socken zieht er sich über, denn sein Bett ist nicht im Elternhaus, sondern vor der Tür. Rudy schläft seit 7 Monaten draußen, im Iglu. Ein Experiment, selbst ausgedacht. Eigentlich wollte ich nur die Sommermonate durchziehen, aber im August fand ich, dass das zu leicht war. Während seine Eltern skeptisch vom Schlafzimmer zuschauen, harrt ihr 17-Jähriger bei klirrender Kälte im Selbstversuch im Iglu aus. Manche mögen es eben kalt. Aus Lexington, Kentucky erreicht uns diese Geschichte. Robert Wick, Betrüger und Einbrecher, zu 11 Jahren Haft verurteilt, wähnte sich schon in Freiheit, als ihm der Sturm in die Quere kam. Am Montag war er aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wick versteckte sich wenige Kilometer entfernt in diesem leerstehenden Farmhaus, stahl einige Klamotten und verbrachte die Nacht dort. Doch dann nahm die Flucht ein unerwartetes Ende im Sunset Motel. Ich sollte die Polizei anrufen, er wollte sich stellen. Ich dachte, er sei verrückt. Die Minusgrade hatten ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist kalt hier draußen, der arme Typ. Es war erbärmlich. Lieber zurück in den Knast, als eine weitere Nacht den Temperaturen ausgesetzt zu sein. Die Polizei dachte zuerst an einen Scherz, doch dann holte sie den Ausbrecher tatsächlich ohne Widerstand ab. Im Süden des Landes herrscht panisches Treiben auf den Feldern. Die Zitrusfrüchte sind in Gefahr, schnell alles vom Feld holen, bevor es dem Frost zum Opfer fällt. Der Landwirt aus Louisiana fürchtet um seinen Jahresumsatz. Alles kaputt. 5 Stunden bei minus 4 Grad, dann ist alles hin. Deshalb die Devise, alle Kisten füllen, lieber im Lager reifen, als einen Komplettverlust zu riskieren. Wenn du nicht sicher bist, ernte alles. Das Obst kann im Lager noch 2 Monate liegen, so rettest du alles. Es ist auch die Stunde der Auftritte. Dieser junge Mann aus Chicago möchte der Welt auf YouTube zeigen, wie es sich anfühlt bei ihm zu Hause, bei fast minus 40 Grad. Draußen ist nicht viel los, der Fahrradverleih sinnlos, die Drahtesel eingefroren. Da nutzt der Mitarbeiter den Zwangsurlaub, um sich anders zu betätigen. Warum nicht auch so durch die Stadt gleiten, warm eingepackt?
Meine Fellmütze stammt aus Ostdeutschland. Mein Vater hat sie vor Jahrzehnten gekauft. Jetzt trage ich sie beim Skifahren. Eine Polarfront hält Amerika in Schach. Frostige Temperaturen, die seit Sonntag 21 Menschen das Leben gekostet haben. So langsam steigen die Temperaturen wieder, dann stehen diese Patrioten nicht mehr im Rampenlicht. Wenn wir uns extrem preiswerte